Für das heutige Video dachte ich mir, dass der Wald wieder die richtige Bühne wäre. Und zwar wollte ich ganz gerne über das Thema Ordnung versus Chaos sprechen. Und wenn man sich mal so den Wald anschaut, dann meint man, dass der Wald irgendwie völlig chaotisch ist. Und wenn man das jetzt mal gegen einen gepflegten Garten vergleicht, wo ein Mensch Zeit und Pflege reinsteckt, den Garten ordnet, dann sieht der Garten total ordentlich aus. Aber wenn dieser Mensch dann aufhört, sich um den Garten zu kümmern und gar nichts mehr tut, dann zerfällt der Garten anscheinend in Chaos. Und der Garten wird dann immer mehr dem Wald ähneln, vielleicht bis auf die vielen Bäume. Und das hat mir irgendwie zu denken gegeben. Was ist eigentlich wirklich Chaos und was ist Ordnung? Und ist die eigentliche Ordnung nicht irgendwie ein natürliches Chaos? Kommen wir also zum eigentlichen Thema des Videos, Chaos versus Ordnung. Suchende wie ich sind ja eigentlich immer auf der Suche nach etwas, was das eigene Leben irgendwie verbessert, irgendwie ordnet, das dem Leben irgendwie einen Sinn gibt. Ich bin ja der Meinung, dass wir immer irgendwie eine sinnstiftende Erzählung brauchen, die unserem Leben irgendeine übergeordnete, größere Bedeutung verleiht. Dazu hatte ich bereits schon ein Video gemacht, siehe auch hier. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Nihilist bin und glaube, dass das menschliche Leben an sich wert- und sinnlos wäre. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir unserem Leben selbst eben durch die Geschichten, die wir uns erzählen, einen Sinn verleihen. Wir müssen so viele menschliche Erfahrungen wie nur möglich aus diesem Leben holen und so viel aus dieser einmaligen Chance machen, wie es eben nur geht. Auch dazu hatte ich hier bereits ein Video gemacht. Ordnung ist das, was wir bereits kennen. Es ist das mit Gewohnheiten und Routinen angefüllte Alltagsleben, unsere alltägliche Existenz. Es ist das, was wir bereits kennen, das Stabile, das Vertraute, das Altbekannte. Es ist im mythologischen Sinne das immergrüne Auenland, dort, wo nie irgendwie etwas Neues oder Aufregendes passiert. Chaos sind die beängstigenden Dinge, die uns nicht vertraut sind. Das Unbekannte, das Unsichere, das Neue. Es ist das, was uns Angst macht. In der Mythologie ist Chaos immer der Drache, die Unterwelt. Keines von beidem ist an sich schlecht. Beides ist gut. Beides benötigen wir Menschen. Wir brauchen Ordnung und wir brauchen Chaos. Und das beste Leben leben wir anscheinend, wenn wir es irgendwie schaffen, genau die Balance zu halten zwischen Ordnung und Chaos. Quasi genau auf der Grenze zu reiten, auf Messerschneide zu leben zwischen Ordnung und Chaos. Wenn wir Chaos eine neue Ordnung verleihen und wenn wir es schaffen, dem Sinnlosen Sinn zu geben. Wenn wir uns zu sehr Richtung Ordnung lehnen, dann bekommen wir Langeweile, die Tyrannei des Stillstandes. Und wir wissen ja, dass Stillstand eigentlich Rückschritt bedeutet. Leben an sich kann niemals Stillstand oder Rückschritt sein. Leben an sich bedeutet immer Wachstum, immer Fortbewegung. Ein Zen-Meister wurde mal gefragt, was ist das Dao? Und seine Antwort war, weiterlaufen. Wenn wir uns jedoch zu sehr Richtung Chaos lehnen, dann werden wir völlig verwirrt sein und zusammenbrechen. Zu viel Chaos überfordert uns. Eine gewisse Ordnung muss schon sein. Wir brauchen sie, um uns geborgen zu fühlen, um unseren Verstand nicht zu verlieren, um einen Halt zu haben, einen Anker in unserem Leben. Völlig ohne Chaos geht es aber auch nicht. Das Leben wird nach natürlichem Chaos geordnet, wie ich es vorhin an dem Beispiel des Waldes erklärt habe. Das Universum strebt immer nach Chaos, nach Unordnung. Es folgt den Gesetzen der Entropie. Das Chaos selbst ist die Voraussetzung für Kreativität. So wie es in jedem Schöpfungsmythos dargestellt wird, ist das Leben selbst aus dem Nichts entstanden. Und wir müssen sogar das, was wir einmal geschaffen haben, von Zeit zu Zeit wieder dem Chaos übergeben, damit es quasi sterben kann, um in einer neuen, vitaleren Form wieder aufblühen zu können. Wenn wir es jetzt also schaffen, die richtige Balance zwischen Ordnung und Chaos zu finden, werden wir immer wieder neuen Dingen begegnen, werden mit ihnen ringen und werden sie dazu benutzen, sie in unser Leben zu integrieren und dadurch mehr Vitalität in unser Leben zu bringen, sodass es uns nutzt und den Menschen, die uns nahestehen und die wir lieben. Wenn wir es jedoch nicht schaffen, Ordnung und Chaos zu balancieren, dann wird unser Wachstum behindert. Und wie ich vorhin sagte, ist das Leben selbst Wachstum. Wenn uns der Mut im Leben also fehlt, dann könnten wir uns versucht sehen, bei der Ordnung zu bleiben und nichts zu akzeptieren, was die gemütlichen, eingefahrenen Sichtweisen unseres Lebens irgendwie durcheinander bringt. Das würde dazu führen, dass die Probleme in unserem Leben nach und nach immer größer werden. Das wäre zum Beispiel die Person, die bei ihrem Job bleibt, weil sie Angst vor dem Unbekannten hat, eine neue Karriere zu starten, obwohl sie ihren derzeitigen Job hasst.
Oder es ist der Ideologe, der am liebsten alles in eine Schublade steckt, nur um bloß nicht zugeben zu müssen, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat oder dass er bei einigen Dingen falsch lag. Oder wir könnten auf der anderen Seite dem Chaos verfallen, immer zu schüchtern und zu ängstlich, eine Entscheidung zu treffen, sodass wir uns alle Optionen offen halten und so verhindern, dass wir irgendwann jemals auch nur zu einer Person werden, zu jemandem werden. Die Balance macht es also mal wieder. In unserer aktuellen, modernen, westlichen Gesellschaft würde ich mal behaupten, dass wir alle eher Richtung Ordnung tendieren und das Chaos so ein bisschen vermeiden. Aber ich würde das Chaos so ein bisschen wie das Salz in einem Gericht sehen. Zu wenig Salz und es schmeckt fade. Zu viel Salz und es wird ungenießbar.